Beamer oder Riesenfernseher? Was ist besser, gerade wenn es um Fußball geht? Klingt nach einer leichten Frage, ist aber gar nicht so einfach. Denn sowohl große Fernseher als auch Beamer werden immer günstiger und besser. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de. Und erstmal danke an Hisense, die dieses Video gesponsert haben, damit wir euch bei der Entscheidung helfen können, ob ihr die Europameisterschaft besser auf einem Fernseher wie diesem U7 KQ oder einem Beamer wie dem C1 Laser Mini-Projektor verfolgen könnt. Gerade wirklich große Fernseher sind in den letzten Jahren nicht nur deutlich besser, sondern auch viel günstiger geworden. Und ich meine damit nicht nur 75 oder 85 Zoll Fernseher, sondern auch welche mit 100 Zoll Bildschirmdiagonale oder eben über 2,5 Quadratmetern Bildschirmfläche. Ein Fernseher, wie so ein U7 KQ, wird gerade in heller Umgebung oder eben tagsüber eine bessere Bildqualität haben als ein Beamer. Das liegt vor allem daran, dass der Schwarzwert eines Fernsehers tiefer ist und nicht von der Leinwand abhängt. Und so ein Mini-LED-Fernseher kann eine deutlich höhere Spitzenhelligkeit erreichen. Dadurch sind kontrastreichere Bilder möglich und deshalb werden vor allem Inhalte in High Dynamic Range etwas eindrucksvoller auf einem Fernseher aussehen. Zusätzlich hat ein Fernseher, wie so ein Hisense OLED, mit HDMI 2.1 alle Gaming-Specs, die man für eine Xbox Series X oder PS5 braucht. Ideal für eine Runde vor dem Anpfiff also. Vor allem 120 Hertz oder Variable Refresh Rate sind Features, die bei Beamern bisher kaum dabei sind. Das hört sich vielleicht nach einem Heimspiel für die großen Fernseher an, aber die Entwicklung bei Beamern ging in den letzten Jahren auch ordentlich voran. Der C1 Laser Mini Projektor zum Beispiel ist nicht nur mit einem smarten Betriebssystem ausgestattet, sondern auch wirklich kinderleicht zu installieren. Und das Beste daran ist, dass man weder an einen speziellen Ort oder an eine bestimmte Größe von Leinwand gebunden ist, sondern verschiedene Diagonalen von 65 bis 300 Zoll nutzen kann. Der C1 justiert das Bild sogar automatisch scharf auf die richtige Größe. Für High Dynamic Range Inhalte deckt der Projektor dann den REC 2020 so gut wie komplett ab. Die größten Vorteile von Beamern, neben der noch größeren Größe des Bildes, sind, dass es auf der Leinwand eigentlich gar keine Spiegelungen gibt und dass das Bild aus allen Winkeln gut aussieht. Gerade wenn man mit vielen Leuten zusammen, zum Beispiel die EM-Spiele schauen will, hat also keiner einen wirklich schlechten Sitzplatz. Und dann sind da noch die, ich nenne es mal, wohnlichen Vorteile. Denn mit einem Riesen-TV hat man eine große schwarze Fläche an der Wand, wenn man ihn eben nicht nutzt. Und die Leinwand eines Beamers kann man im Normalfall ja aufrollen. Genauso lässt sich ein Beamer wie der C1 auch viel leichter wegräumen oder sogar mitnehmen und auch an anderen Orten nutzen. Auch der Punkt wäre mit einem 100 Zoll Fernseher doch eher schwierig. Die UEFA Euro 2024 im großen Format zu Hause sehen, kostet heute kein Vermögen mehr. Sowohl ein 100 Zoll Hisense U7 KQ Mini LED Fernseher als auch den C1 Laser Mini Projektor mit einer entsprechenden Leinwand bekommt man je nach Angebot zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Mit dem Beamer ist man flexibler und es ist leichter, mit noch mehr Leuten zu schauen, selbst draußen bei gutem Wetter. Mit einem Fernseher hat man aber, auch wenn es eben nicht um Fußball geht, die bessere Bildqualität und auch bessere Gaming-Performance. Falls ihr jetzt noch Hilfe beim Abwägen braucht, dann schreibt am besten einen Kommentar unter dieses Video, dann können wir euch bestimmt noch zeitnah helfen. Eine Option will ich aber noch erwähnen. Denn wenn man einfach nicht den großen schwarzen Fernseher will, aber gar nicht die Flexibilität eines C1 Mini-Projektors braucht, dann könnte ein Laser-TV in Frage kommen. Diese Ultra-Kurzdistanz-Projektoren kommen mit passender Leinwand und bieten dann quasi die goldene Mitte zwischen großem Fernseher und klassischem Beamer. Zur EM verlost Hisense sogar beide Optionen, damit die EM bei euch zu Hause ein wahres Fußballfest werden kann. Es gibt einen C1 Laser Mini-Projektor und einen 100 Zoll Hisense U7 KQ Mini-LED-Fernseher zu gewinnen.
Außerdem darf sich noch jemand über ein exklusives Merch-Paket freuen, wo zum Beispiel dieser von Manuel Neuer unterzeichnete offizielle Spielball mit drin ist. Das Gewinnspiel geht noch bis einschließlich dem 2.6.2024, also nehmt am besten direkt teil. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Noch mehr Details zur Frage Beamer oder Big Screen TV könnt ihr auf hifi.de nachlesen. In einem der nächsten Videos geht es dann noch um die besten Fernsehoptionen fürs Rudelgucken zu Hause. Also abonniert am besten den YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um das auch ja nicht zu verpassen. Nachdem der Klassenerhalt für Schalke jetzt ja gesichert ist, kann ich mich voll auf die Spiele der Nationalmannschaft fokussieren. Ich werde die Europameisterschaft teilweise auf Beamer und teilweise auf Fernsehen schauen, weil ich mich schon jetzt mit verschiedenen Kumpels verabredet habe. Wie sieht's da bei euch aus? Sagt's mir gerne unten in den Kommentaren. Und um die Wartezeit zu verkürzen, interessiert euch vielleicht noch dieses Video.